Wollen Sie schon anfangen zu fotografieren oder wollen Sie sich erst noch umsehen? Das Kaufhaus steht zu Ihrer Verfügung. Also ich möchte mir die Abteilung noch ein bisschen gründlicher ansehen. Geh du darüber. Okay. Den Zorro? Nein. Den Kosmonauten? Nein, das. Den Herrn? Ja. Nein, nein, der ist nicht zu verkaufen, mein Kleiner. Warum nicht? Warum nicht? Weil er ein Mensch ist und es ist verboten, Menschen zu verkaufen. Warum? Komm, lass das. Jetzt suchen wir dir ein schönes Spielzeug aus. Hm? Ich will das. Aber ich bitte dich, reg dich nur nicht auf, mein Kleiner. Wir werden uns schon einigen, aber krieg jetzt bitte keinen nervösen Anfall. Ich werde mein Bestes tun. Haben Sie einen Moment Zeit? Georges Bouzier, Generalmanager. Sie arbeiten doch für die Zeitung von Monsieur Rambal Couchet. Ja. Ja, dann wissen Sie ja auch, dass ihm auch das Kaufhaus hier gehört, dem Präsidenten Rambal Couchet. Na und? Das ist der Sohn von Rambal Couchet. Naja, ich weiß nicht, warum er sich das in den Kopf gesetzt hat, aber... Er will Sie unbedingt mit nach Hause nehmen, also seien Sie so gut und gehen Sie mit, ja? Man wird ihn zu Hause übers Knie legen und der Fall ist erledigt. Also, tun Sie mir den Gefallen, ja? Der muss doch krank sein. Nein, die Sache ist viel verzwickter. Der Präsident hat mich gebeten, seinem Sohn eine Freude zu machen, verstehen Sie? Und der Knabe ist überaus sensibel und ich möchte nicht, dass er uns hier eine Szene macht. Das wäre absolut tödlich für uns. Ich bin doch Journalist. Und ich bin Generalmanager. Und das will ich bleiben. Also? Ja, sofort, mein Kleiner. Sehen Sie, jetzt fängt es an mit seinen Nerven. Na, hören Sie, man entlässt doch niemanden wegen einer Kinder. So, glauben Sie das wirklich? Ja, natürlich. Der braucht nur eine Tracht Prügel, dann ist er wieder in Ordnung. Und Sie stehen auf der schwarzen Liste. Moment, würden Sie sowas Verrücktes machen? Er will nicht mich, sondern Sie. Und warum nicht den Indianer? Na schön. Es ist lächerlich, aber... Bravo, vielen Dank. Sie haben mich zu einem glücklichen Menschen gemacht, Monsieur. Kommen Sie, wir wollen es ihm gleich sagen. Siehst du, alles in Ordnung, mein Kleiner. Du darfst ihn gleich mitnehmen. Ich will ihn aber eingepackt. Wie? Ich will ihn eingepackt haben. Das geht aber zu weit, mein Lieber. Das musst du einsehen. Wir können ihn nicht einfach in eine Kiste stecken. Warum? Weil das macht man nicht. Machen Sie es. Pardon. Mein Fotograf wartet auf mich. Ich muss meine Reportage machen. Oh, Monsieur, laufen Sie doch nicht weg, bitte. Wir müssen das Spiel mitmachen, ich bitte Sie. Ich bin doch nicht aus Holz. Ich soll mich in eine Kiste stecken lassen wie ein Hampelmann? Sie spinnen. Aber Sie glauben gar nicht, wie bequem so eine Kiste ist. Wir machen synthetische Stroh rein und ein paar Luftlöcher zum Atmen und Sie werden sich wohlfühlen wie ein Fisch im Wasser. Ist das doch wohl nicht Ihr Ernst? Das darf doch gar nicht wahr sein. Demnächst will er mich noch mit rosa Schleifchen und erst Weihnachten auspacken. Hm? Wollen Sie lieber arbeitslos sein, Monsieur? Seien Sie vernünftig, spielen Sie mit. Ist doch mal eine Abwechslung. Hm? Machen Sie dem Kind die Freude.